Und dein eigenes? Ich habe leider kein eigenes. Jetzt schon. Sei vorsichtig, der kann ganz schön temperamentvoll sein. Du bist echt wahnsinnig. Wieso machst du sowas? Warum auch immer, aber es hat doch funktioniert, oder? Und, wie war dein Shooting? Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich nichts Anständiges gelernt habe. Wieso haben die Models wieder gezickt? Lass uns lieber über was anderes reden. Zum Beispiel darüber, ob du einen schönen Tag hattest. Mhm. Bin ich ja froh. Ich habe schon befürchtet, du leidest unsere Entzugserscheinung so ganz ohne deinen Blog. Du wirst dich wundern, so weit ist es gar nicht gekommen. Wieso? Im Forum zum Blog? Ach, Jens, es war überwältigend. Die Leute haben fast gebettelt, dass ich weiterschreibe. Und? Hast du? Durch die ganzen Kommentare und E-Mails ist mir klar geworden, wie wichtig ich den Leuten bin. Ja, und umgekehrt ist es eben genauso. Was ist los? Ich dachte, wir wären uns einig, dass du den Blog aufgibst. Ach komm, Jens, muss ja nicht oft sein, nur ab und zu. Jetzt hör mal zu. Entweder tausche dich mit denen aus oder mit mir. Was ist denn jetzt los? Ja, du musst dich entscheiden. Ich? Oder dein Blog? Und, hast du schon eine Idee, wo unsere Hochzeitsreise hingehen könnte? Keine Ahnung. Am besten irgendwo hin, wo man viel reiten kann. Oder noch besser, wo man hinreiten kann. Nicht wahr, Valentino? Hey. Ihr zwei seid euch schon einig, oder was? Ja, wieso? Wen hätten wir denn sonst noch fragen sollen? Nee, schon klar. Ist alles gut. Ey, was wird denn das? Verschwörung oder wie? Was? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ja, offensichtlich. Aber egal, was ihr vorhabt, lasst es lieber bleiben. Valentino und ich sind nämlich ein unschlagbares Team. Ach, Sarah, Schätzchen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir ein Pferd schenken würde, das mit meiner Baroness aufnehmen kann. Leonard, Schätzchen, selbst wenn Valentino in dieser Hinsicht irgendein Handicap haben sollte, dann vergisst du leider, wer ihn reitet. Ein Jockey kann Wunder bewirken. Du magst ja die bessere Reiterin sein, aber in einem Punkt bin ich dir ganz sicher voraus. Ich weiß beim besten Willen jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Vielleicht kannst du mir damit helfen. Frechheit. Frechheit siegt immer. Ja. Hey, warte! Das ist unfair! Haben Sie auch manchmal Verdauungsbeschwerden? Dann nehmen Sie Dulcolax. Abends eingenommen löst Dulcolax Ihre Verstopfung über Nacht und befreit zuverlässig am nächsten Morgen. Das Dulcolax Dragée hat eine besondere Schutzhülle. So wirkt es gezielt nur im Dickdarm und ist besonders verträglich. Sie fühlen sich wieder richtig wohl. Dulcolax befreit planbar und verträglich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Was hast du gesagt? Nichts. Schlaf weiter. Wie schreibst du da? Keine Ahnung. Scheint ja sehr lustig zu sein. So schnell kann's gehen. Hey! Verbotene Liebe wurde Ihnen präsentiert von Maggi Schnelle Pfanne India.